Hallo und herzlich willkommen zum Dog Dialog Podcast. Ich sitze wieder der lieben Petra gegenüber. Hallo Petra. Hallo Alina. Heute haben wir das Thema Restaurantbesuch. Das ist ein Thema, was ja, glaube ich, viele Leute betrifft mit Hund. Gerade vielleicht in der Stadt, wo man den Hund auch öfter mitnehmen möchte. Wir wissen noch gar nicht so genau, was wir besprechen werden, weil wir uns ja vorher nie wirklich absprechen, damit das Ganze ein bisschen flüssiger und authentischer bleibt. Aber wir werden auf jeden Fall besprechen, was ist zu beachten, wie geht man das vielleicht auch an am besten, was kann man tun, dass man selber einen entspannten Restaurantbesuch haben kann und der Hund sich gleichzeitig wohlfühlt. Ja, starten wir aber mit unseren Learnings der Woche, würde ich sagen. Ja, liebe Alina, ich fange gleich mit meinem an und ich bin ganz ehrlich, diese Woche habe ich kein hundespezifisches Learning. Dum, dum, dum. Das ist das Ende dieses Hunde-Podcasts. Ich habe tatsächlich am Wochenende noch nachgedacht, was ich euch heute erzählen soll. Aber let's be honest, ich war auf Urlaub. Ich habe tatsächlich mal auch keinen Podcast gehört. Ich habe ein Buch gelesen, aber das ist leider nicht hundespezifisch. Also für euch nicht so wichtig. Und das Einzige, was ich euch mitgeben kann, einfach mal den Kopf frei kriegen, ist schon auch okay. Einfach mal eine Woche nicht an Hunde denken. Genau. Das Tipp, der Woche. Tipp der Woche. Ja. Dafür bin ich hoffentlich entspannt. Ja, sehr schön. Ja, während du schön am Strand gechillt hast, bin ich mit Corona im Bett gelegen. Also wir haben unsere Wochen sehr unterschiedlich verbracht. Aber du hast hoffentlich jetzt ein Learning der Woche. Ich habe ein Learning der Woche, ja, weil ich hatte nämlich auch Ausbildungswochenende, was ja sich sehr gut ergeben hat, weil die Theorie-Teile haben wir immer online und dann bin ich halt einfach krank vom Laptop gelegen und habe versucht, mir trotzdem so viel wie möglich zu merken. Und Thema war so Ausdrucksformen und Mittel des Hundes, also ganz viel Körpersprache. Mein Kopf hat sehr geraucht danach und ich habe sehr viel gelernt und glaube ich jetzt mittlerweile auch schon ein paar Sachen vergessen, die ich jetzt wiederholen musste und werde. Aber etwas, was für mich, was ich noch nie gehört habe, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, warum ich das noch nie gehört habe, warum mir das noch nie untergekommen ist, ist, dass Hunde je nach Stimmung mit dem Schwanz in unterschiedliche Richtungen wedeln. Ich nehme an, dass du das gewusst hast. Also ich habe es irgendwann mal aufgegriffen, fand es jetzt aber gar nicht so relevant. Nein, ich glaube auch, dass es nicht so relevant ist, weil man braucht schon relativ viel Übung, um das auch zu erkennen, weil natürlich geht der Schwanz trotzdem links, rechts, aber er schlägt dann halt, wenn er in einer negativen Emotion ist, dann wedeln sie eher nach links und in der positiven anscheinend eher nach rechts. Ja. Und man sieht schon, also es geht halt dann nicht links, rechts, sondern links, rechts, links, rechts. Habt ihr auf die Aufnahmen gesehen? Ja, voll. Und man kann cool. Das echt, also wir haben ganz viele Videos analysiert dann auch zusammen und man sieht das schon, also wenn man darauf achtet, man sieht das schon. Aber natürlich ganz viele andere Ausdrucksformen sind viel wichtiger und viel präsenter. Und wenn du eine Situation schnell einschätzen musst, dann nimmst du dir jetzt nicht eine Minute Zeit, um einmal herauszufinden, in welche Richtung pendelt jetzt da der Schweif, sondern man schaut erstmal quasi auf das große Ganze und auf andere Dinge. Aber das fand ich spannend, weil ich das echt einfach noch nie so gehört habe und man das doch erkennen kann. Also ich habe das dann auch beim Siggi beobachtet. Bei ihm ist es noch mal ein bisschen schwieriger, weil er so eine Ringelrute hat, wo ich auch jetzt gelernt habe, was mir auch gar nicht so arg bewusst war, dass die ihn auch so ein bisschen hindert dran an klarer Kommunikation. Macht eh voll Sinn und wusste ich eh vorher auch irgendwie, aber halt, dass die ja eigentlich die ganze Zeit in so einer Drohposition ist, ohne dass er das irgendwie verändern kann. Fand ich auch spannend. Aber bei der sieht man das auch gar nicht jetzt so genau, in welche Richtung die wedelt, weil sie halt einfach nur ein Kreis ist, der nach oben gedreht ist. Aber selbst da, wenn man darauf achtet, selbst da erkennt man das
links und rechts wählen. Das heißt, hast du schon ein bisschen was für dich mitnehmen können? Weil ich finde gerade das Thema Körpersprache, das verändert ja oft so den Blick auf den Hund, ja, oder? Ja, mega. Es ist auf einmal, also es ist so ein bisschen, wie sie uns am Anfang vom Soziologiestudium gesagt haben, so Achtung, ihr werdet die Welt jetzt anders sehen. So, ihr werdet jetzt einfach diese soziologische Brille aufgesetzt bekommen und ab jetzt werdet ihr alle Gesellschaftsstrukturen nur noch analysieren können. Und genau so, also genau das gleiche Gefühl habe ich da jetzt auch, so dass ich halt jetzt voll, also ich weiß immer noch sehr viel nicht, glaube ich, und habe immer noch sehr viel zu lernen, aber ja, es eröffnet einen irgendwie eine neue Welt, wenn man mal lernt, wie man manche Dinge irgendwie voll analysieren kann und sehen kann. Schon cool. Ich finde ja auch, der Start ist immer so spannend, wenn das Gehirn wieder so, eben wenn diese Tür aufgeht, ja, und du noch gar voll, nicht alles gesehen hast, voll, aber einfach mal so, wow, das gibt's auch noch, und voll, da tut sich ja so viel im Kopf. Also ja, ich liebe voll diesen Zustand. Ja, voll. Es ist auch sehr unsettling teilweise, aber es ist schon cool, ja. Ja, voll. Man muss total seine, auch sich hinterfragen, oder? Voll, voll, ja. Und das geht jeden, das ging mir übrigens bei jedem Hund so, und das geht wahrscheinlich jedem, wenn er gerade einen Hund bekommt. Mhm. Da tut sich, glaube ich, ganz, ganz viel, übrigens auch, wenn man gerade ein Baby kriegt. Ich glaube, da tut sich einfach ganz viel in unserem Kopf raus, ja, aus unserer Routine, und ja, genießt den Zustand, wenn es geht. Genau, und einfach gerade am Anfang, wenn alles so neu ist und man dann irgendwie alle das Gefühl hat, man muss jetzt so alle einzelnen Elemente irgendwie wirklich einzeln wahrnehmen, also wie wenn man anfängt Auto zu fahren und den Führerschein macht, am Anfang ist alles irgendwie überfordernd und man muss sich aufs Schalten konzentrieren, auf die Verkehrsregeln konzentrieren, auf Bremsen oder Gas konzentrieren, so, und irgendwann ergibt sich dann quasi das große Ganze und manche Dinge nimmt man dann automatisch irgendwie wahr. Und da bin ich jetzt eben noch nicht. Also, ja, ich würde aber tatsächlich vorschlagen, dass wir vielleicht in den nächsten Folgen auch mal das Thema Körpersprache angehen. Ja, gerne. Und damit wir die Leute nicht nur mit einem großen Fragezeichen jetzt da genau zum nächsten Thema verschieben. Genau. Hast ja Bock? Ja, voll gerne. Cool. Voll gerne. Coming soon. Genau, bleibt dran, wenn euch das taugt. Genau. Und jetzt geht's zum Thema des Tages. Jawohl. Und da würde ich gleich auch bei dir nochmal an dir den Ball zurückwerfen, weil das Thema Restaurant mit dem Hund, mhm, wir wollen das ja von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Wir wollen es aus HundehalterInnensicht, und da gibt es auch immer mehrere Perspektiven. Ich möchte das aber auch, weil ich auch schon mal gekellnet habe, aus KellnerInnensicht, oh, spannend, besprechen. Ja. Das ist ja mega cool, das wusste ich gar nicht. Ja, cool. Hallo, ich habe die Tourismusschule, das Tourismus-College, wow, gemacht. Frag mich nicht, was mich danach geritten hat, nach der Matura sowas zu machen. Aber trotzdem, ich glaube, ich habe was mitgenommen für mich. Ja, du kannst jetzt eine Podcast-Folge machen. Das hat sich gelohnt, diese 2 Jahre Folter. Kleiner Spoiler-Alarm, don't do it. Genau, dann das Dritte ist, ich möchte auch so ein bisschen das Thema, wie ist es für andere Menschen im Restaurant, besprechen. Mhm. Und jetzt auch mit Kind, wenn ich ein Kind habe, auch, wie ist denn das mit Kind? Weil gerade im Restaurant trifft man auf Kinder. Und ich finde, dass da ganz viele Wissenslücken noch sind. Oder generell finde ich, Kind und Hund ist noch etwas, was man sich meistens nur mit auseinandersetzt, wenn man ein Kind hat. Ja. Aber eben nicht, wenn man keine Kinder hat. Und ich finde, dass zur Sicherheit für alle das wichtig wäre. Und das möchte ich heute auch noch mit einstreuseln. Aber cool, du hast dich ja wirklich vorbereitet auf die Folge und bist mehrfach ins Restaurant gegangen. Ja, genau. Und du bist vielleicht auch ein spannendes Beispiel, weil du ja einen Hund hast, der nicht so easy ist. Mhm. Und du musst dir viel mehr Gedanken machen im Restaurant. Und ich würde gerne auch damit anfangen, weil wenn ihr einen easy Hund habt, dann lernt ihr sowieso jetzt viel mit. Und wenn euer Hund easy ist, müsst ihr nicht alles befolgen. Aber ich finde, wenn man vom Schlimmsten ausgeht. Also ich muss schon sagen, Sieg ist jetzt eindeutig nicht der Schlimmste. Und, aber ja, das war jetzt echt fies angekündigt. Da habe ich wahrscheinlich meinen letzten Hund im Kopf, der im Restaurant manchmal sehr easy sein konnte und ganz, ganz selten nicht so. Ich finde schon, dass man viel von dir lernen kann. Und natürlich, ja, mit ja den absoluten Worst-Case-Hunden geht man vermutlich auch nicht ins Restaurant. Ja, genau. Also ich bin, glaube ich, genau in so einer Zwischendings, wo ich das gut machen kann, wo wir gut ins Restaurant gehen können und ihn auch einfach mal mitnehmen, so, aber wo wir uns einfach schon Gedanken machen müssen vorher und
genau entsprechend die Situation so gestalten, dass es einfach dann wirklich auch gut klappt. Ja, das stimmt schon. Genau, also nicht schwarz reden, Sigi ist ein super entzückender Hund. Schaut auch die nächsten Tage auf Instagram auf den Videos, da werdet ihr auch Sigi kennenlernen. Genau, da machen wir ein Restaurant-Reel. Das heißt, ich würde gerne mal damit anfangen, dass du mal sagst, so vorab, was sind denn deine Gedanken, was sind denn seine Themen, bevor du ins Restaurant gehst? Mhm. Und das ist sicher für alle übertragbar. Ja, also bei uns fängt es tatsächlich an vor dem Restaurant, weil alleine das Reingehen oder das wohin gehen, für ihn oft schon mit so einem Erregungszustand irgendwie oft in Verbindung ist. Also erst wenn wir die Tür aufmachen zum Restaurant, ist er schon so, wo sind wir? Oh mein Gott, oh ja, alle Menschen. Oder wenn wir irgendwie, okay, ich hoffe, vielleicht muss man ein bisschen differenzieren, so sitzt man draußen und geht man quasi von der Straße einfach direkt so zum Tisch oder muss man wirklich die Tür aufmachen und drinnen ist halt so Restaurantstimmung. Weil draußen geht es tatsächlich besser, weil da ändert sich jetzt nicht so die Umwelt so stark. Aber da ist auch so, gerade wenn vielleicht auch schon wer andere da ist, mit dem man sich verabredet hat, dann ist erstmal die Challenge, dort ruhig hinzukommen. Und da haben wir uns jetzt echt mal geschaut, dass wir uns ganz viel Zeit lassen und erstmal, bis wir zum Tisch irgendwie kommen, dauert es einfach schon länger. Also wir können nicht einfach Tür aufmachen und hingehen und uns da hinsetzen und 4 Stunden sitzen bleiben und alles gut. Sondern wir schauen erstmal, dass wir ganz ruhig da hinkommen, viel Leckerli streuen, viel vor- und zurückgehen, sodass er wirklich einfach ganz entspannt schon dort ankommen kann. So, das ist mal das Allerwichtigste. Und das schafft einfach so die Grundbasis dafür, dass es dann gut wird. Weil manchmal kriegen wir das halt nicht so gut hin. Gerade jetzt zum Beispiel am Wochenende war wieder so eine Situation, wo wir eine relativ große Familienfeier in einem Restaurant gehabt haben. Mein Opa hatte Geburtstag, falls du das hörst. Alles Gute nochmal. Und da waren eben einfach, wir haben es leider auch geschafft, dass wir zu spät losgegangen sind. Wir wollten relativ früh dort sein, dass wir schon da sind, bevor so alle oder halt viele gekommen sind. Ist uns nicht gelungen, wir waren die Letzten. und dann waren halt da einfach schon sehr viele Leute und einige von denen kennt er halt auch und freut sich, die zu sehen. Und da ist es uns halt nicht so gut gelungen, dass wir halt ruhig hinkommen sind. Also da war dann bis zum Schluss war Aufregung da. Und dann ist ihm einfach auch viel schwerer gefallen, sich dann wirklich zu setteln und wirklich ruhig, entspannt hinzulegen. Es hat dann funktioniert, aber es hat einfach länger gedauert, als wenn wir uns diese voll 5 Minuten vielleicht nicht einmal mehr Zeit lassen hätten können vorab. Vielleicht nur ganz kurz. Genau. Das Spannende ist, das kann auch ganz umgekehrt sein. Mhm. Also es gibt auch Hunde, denen es total hilft, wenn alle sitzen und sie kommen rein und können die Situation mal sich so anschauen. Ja. Und du kommst dann sozusagen auf deinen Platz. Ja. Weil eben bei manchen Hunden, also bei Werner war das ganz stark, den hat es mehr gestresst, wenn jemand Neues reinkam. Und angenommen, wir wären die Ersten gewesen und es kämen alle paar Minuten Leute rein, die sagen, Happy Birthday, dann wäre es für uns umgekehrt gewesen. Ja, das verstehe ich. Bei uns war es halt, also bei uns ist immer so das Thema entspannt hinkommen und dann gleich so die Entspannung so weiternehmen. Mhm. Und wenn wir halt hinkommen und dann muss man aber erst diese 15 Leute begrüßen, dann ist da schon so der Stress. Und also du kennst ja den Sigi, aber hat ja auch ein Problem damit, wenn andere Leute mich angreifen. Und dann wollen mich eben diese, ich weiß gar nicht, wie viele wir waren, vielleicht 10 Leute, wollen mich dann halt umarmen zur Begrüßung. Oh, Sigis Albtraum. Sigis Albtraum. Wer greift schon seine Mama an? Das darf doch nicht wahr sein. Na genau, also das ist halt dann, und das geht einfach leichter, wenn wir schon da sind und er schon seinen Platz hat und man kann dann einfach schon so Leckerlis immer auf die Decke werfen und dann fällt es ihm viel leichter, da einfach liegen zu bleiben, während andere Leute mich begrüßen, als wenn wir da hinkommen und er ist schon noch so voll im High und alle wollen mich dann umarmen und wir wissen eigentlich noch gar nicht so genau, wohin mit uns und so. Und
Außerdem ein weiterer Vorteil von als erstes Dasein für uns ist, oder für mich ist, dass ich mir besser aussuchen kann, wo ist es entspannter für uns zu sitzen. Also ich bin dann auch so, ich frage dann eine Person auch, hey, wäre es für dich okay, wenn du dich eins weiter rübersetzen könntest oder wenn wir Platz tauschen könnten, weil mit Hund wäre es da viel entspannter, weil er kann da so in Ruhe in der Ecke liegen. Also man kann da schon auch die Leute fragen, aber es ist natürlich einfacher, wenn man direkt sich den Platz aussuchen kann. Ja, und ich finde, da können wir auch so eine generelle Handlungsanweisung daraus machen, oder? Ja. Ich finde es total wichtig, sich Gedanken zu machen, wenn du ins Restaurant kommst, wo du dich hinsetzt. Ja. Also so am besten, also je nach Hund natürlich. Also wenn der noch ein Welpe ist, der noch in die Stuben rein ist, vielleicht näher an der Tür. Aber die meisten Hunde haben es doch lieber dort, wo nicht dauernd links und rechts Leute vorbei donnern. Genau. Also ich finde das total wichtig oder das lohnt sich total, sich da Gedanken zu machen. Ja. Und ich finde auch, gerade wenn man einen frischen Hund hat, dass man auch am Anfang die Restaurants oder die Lokale sich so aussucht, dass es für einen passt. Ja, voll. Als dass du sagst, ich gehe in das Restaurant, wo kaum wer ist oder dort, wo es ruhiger ist oder dort, wo ich nur schnell einen Espresso trinken und wieder gehen kann und so. Also ich finde, das lohnt sich total. Ja, voll. Gerade am Anfang, ja. Ja. Absolut, wenn man sich's aussuchen kann auch. Genau. Also ja, das ist mal so der Start unserer Restaurantbesuche, ja. Wo schon sehr, sehr viel drinnen ist. Also das ist tatsächlich so, dieser Anfang ist für uns immer so der stressigste Moment. Ja, und ich glaube, das ist für alle, oder? Also du kommst in ein Restaurant, ist mein Lieblingsplatz frei. und da finde ich voll wichtig, dass man einfach seinen Hund beobachtet. Wie geht's ihm damit? Weil einfach das ist ein neuer Ort, das ist eine Geräuschkulisse. Ja, ich finde, wenn man da schon einen guten Start hinkriegt, alles cool. Voll. Genau. Ja, und weiter geht's dann mit, jetzt muss der Hund in Wirklichkeit da einfach gechillt liegen. Oder das erwartet man halt als Mensch. Und im Idealfall hat man eben ein Platzerl, was gut passt, wo auch die KellnerInnen nicht die ganze Zeit über und drüber stolpern. Weil das ist halt auch so der nächste unangenehme Aspekt, wenn dann wer die ganze Zeit wirklich über den Hund drüber steigen muss. Und das ist ja, also das kannst dann sicher du aus der Perspektive, wobei vielleicht nicht. Aber wir haben es schon öfter erlebt, dass KellnerInnen oder Personen, die halt servieren, tatsächlich auch Angst haben vor Hunden. Und das ist für die ja auch super unangenehm, wenn der Hund dann genau so liegt, dass sie immer irgendwie für sie eigentlich zu nah an den ran müssen, um da ihren Job jetzt gut zu machen. Und du bist ja dann auch in so einem Zwiespalt von, ich fürchte mich vor dem Hund und dann steht er vielleicht auch immer auf, wenn ich komme oder ruft mich an oder keine Ahnung. Aber ich muss trotzdem da jetzt nett und freundlich sein, weil es mein Job und ich muss trotzdem da jetzt immer hin und servieren. Es ist super unangenehm. Also vielleicht auch einfach nicht nur für den Hund, sondern auch für die Angestellten so einen Platz wählen, dass das einfach entspannt ist für alle. Ja, da haue ich gleich die Servierkräfte Perspektive mal ja, rein. Bitte, heraus. Ja, übrigens auch aus meiner Erfahrung als Hundetrainerin, weil ich ja in Wien ist es ja so, wenn ein Hund gebissen hat oder ein Vorfall war, muss der Hund zu einer Trainerin, zu einer Tierschutzqualifizierten. Mhm. Das heißt, ich kriege oft Fälle eben genau aus Beißvorfällen und gar nicht so wenige sind in Restaurants. Ja, spannend. Und gar nicht so wenige KellnerInnen, die da betroffen waren. Mhm. Ja, also das ist mir schon aufgefallen. Ich selber bin noch nie irgendwie im Restaurant gebissen worden, aber ich habe schon oft erlebt, du gehst hin, was mir oft passiert ist, ich habe den Hund gar nicht gesehen und plötzlich zum Glück habe ich keine Angst oder so davon getragen. Also ich habe Hunde immer gemocht, auch als ich damals serviert habe und das war okay. Aber trotzdem denke ich mir, wenn du da jetzt nicht ein super Hundefan bist und in ein paar Jahren Hundetrainerin wirst, dann ist das nicht so cool. Und das Spannende ist, die Hunde kommen ja aus allen Ecken. Also die sind in Handtaschen, auf der Seite, die sind unterm Tisch. Die sind manchmal auf dem Schoß. Auf dem Schoß, genau. Ja. Können wir nachher reden, ne? Weil welche Position, wo kann man es hin, wo gibt man den Hund hin? Oder können wir jetzt gerade eh darüber reden, weil da das ankommt? Ja, das passt eigentlich gerade ganz gut rein, ja. Genau, und vielleicht wegen KellnerInnen. Also ich denke, was ein großes Thema ist, ist im Restaurant, gerade was KellnerInnen angeht oder Leute, die vorbeigehen. Man hat den Hund oft nicht so im Blick. Ja. Wenn der unterm Tisch ist, siehst du den kaum. Oft sind sie neben dir, du bist abgelenkt. Beim Spaziergang ist der Hund ja im Blickfeld, hoffentlich. Und man sieht, was der Hund macht. Und
ganz oft hörst, du wirst im Restaurant hören, der Hund hat aus dem Nichts, ist der unterm Tisch vorgeschossen und so weiter. Und schlussendlich wissen wir dann im Nachhinein gar nicht, was war denn hier jetzt, was ist denn hier passiert, weil die Hunde, weil wir nicht gesehen haben, ist der schon 5 Minuten angespannt dagelegen und war das eigentlich schon 5 Minuten ersichtlich und du hättest es draußen schon sofort gesehen, weil du gesehen hättest, hey, mein Hund ist super angespannt. Ist dein Hund erschrocken? Das kann ja auch sein, dein Hund schläft und plötzlich ist ein Geräusch und das ist wirklich aus dem Nichts. Oder jemand hat ihm auf den Schwanz getreten. Also ich finde, das macht das Restaurant schwieriger. Ja. Und dann ist es halt auch eine Situation, die potenziell stressiger ist. Na, also die Geräusche sind heftiger, mehr Leute, sehr eng. Und je nach Vorerfahrung und nach Typ, würde ich sagen, die meisten Hunde haben jetzt schon ein erhöhtes Stresslevel im Restaurant. Selbst wenn sie cool da liegen und das alles kennen und nie ein Thema ist, aber der wird jetzt nicht so entspannt sein wie zu Hause am Sofa. Ja. Und wir unterschätzen, glaube ich, oft, weil wir glauben, der Hund liegt ja ruhig da, dass der Hund eigentlich aber gar nicht so entspannt ist. Und dann sagen wir, ist eh alles gut. Und dann passiert halt doch eine unerwartete Situation, ein Teller fällt runter, KellnerInnen stolpert, Kind krabbelt herum und auf den Hund zu. Und ich finde, also deswegen war mir auch diese Folge so wichtig, dass man einfach so ein Bewusstsein dafür kriegt, dafür einfach, dass ein Restaurantbesuch ist nicht so, wie ich es mir früher vorgestellt habe. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war früher, ja, da geht man hin, da setzt man sich hin und der Hund liegt doch da unten und ich trinke da meine Bierchen oder keine Ahnung. Genau, man muss sich um den Hund nicht kümmern, sondern kann sich auf das Essen oder auf die Menschen, mit denen man da ist, konzentrieren. Genau. Übrigens, Thema Hund schießt aus dem Nichts irgendwo hervor, das ist uns auch passiert, auch bei der besagten Familienfeier. Nämlich spannend nicht nur als Mensch ohne Hund, also zum Beispiel als Kellnerin oder halt Person, die einfach aufs Klo gehen muss und an dem Tisch vorbeigeht, ist das ein Thema, Hund schießt raus, sondern auch wenn man mit dem Hund im Restaurant ist und an einem Tisch vorbeigeht, wo man vielleicht nicht erwartet, dass da ein Hund drunter ist. Und genau das ist uns passiert. Also wir haben, das werden wir nachher auch noch besprechen, wir haben auch zwischendurch Pausen gemacht, zweimal mit dem Sigi rausgegangen, draußen eine Runde gedreht, dann wieder reingekommen. Und einmal ist ihm halt wieder reingekommen und an dem ersten Tisch vorbeigegangen und auf einmal lasst er sich halt wieder auf einmal so ein bisschen steifer und macht so einen Wuff. Und ich so, okay, was ist da los? Nehme ihn halt so auf die Seite und auf einmal wusch, schießt aus dem Tisch ein riesiger, so ein Karnekorb so raus. Und einfach so 5-mal so groß wie der Sigi so. Und ich bin so erschreckt. Sigi hat sich voll erschreckt. Der Hund war halt irgendwie so an einem Tischbein angebunden, hat den ganzen Tisch so ein bisschen mitgenommen. Das ganze Lokal hat sich so umgedreht. Wir sind so, okay. Der Sigi war dann sehr entspannt für die Situation, sind dann einfach zum Tisch zurückgegangen. Also, wir sind übrigens wieder zurück. Und mein Cousin so, wir haben dich gar nicht kommen hören. Naja, das Gute war ja, der Fokus war ja auf dem anderen Hund. Und da sind wir wieder bei unserem Bonustipp. Ja. Immer einen Erzfeind suchen, jemand, der einen schlimmeren Hund hat. Das hatten wir schon mal. Das wird wahrscheinlich noch öfter vorkommen. Es ist für alle, genau. Und übrigens, das habe ich als Kellnerin immer wieder erlebt. Ja. Ja. Also ich glaube, da habe ich schon, also ich habe damals noch nicht dieses Bewusstsein gehabt. Ja. Also, ja. Aber das habe ich oft erlebt. Ne? Und damals tatsächlich als normal angesehen. Also schon störend, aber ja, so sieht, läuft das doch ab, wenn Hunde aneinander vorbeigehen. Ja, vielleicht da sei auch noch dazu, also ich weiß nicht, ob du der gleichen Meinung bist, aber ich bin zumindest der Meinung, Hundebegegnungen im Lokal generell einfach bitte vermeiden. Ja, das ist so die letzte Albtraum. Voll. Also Hundebegegnungen sind ja eh schon so schwierig. Ja, und da hast du keine Chance, irgendwie rauszugehen, wenn irgendwas eskalieren sollte oder so, ist einfach doppelt, dreifach unangenehm, weil einfach das ist eine ruhige Restaurant-Situation, wo einfach dann alle anderen Menschen gestört sind und der Hund hat das angelernt zusätzlich noch, das macht das Ganze auch nochmal enger, dann kannst du halt auch nicht irgendwie weggehen. Das ist voll einfach, nein. Und meistens. Ich glaube, letzte Folge war Hundebegegnung. Ja, genau, ja, voll. Da könnt ihr vielleicht noch reinhören. Genau, genau. Das, was auf der Straße gilt, gilt natürlich im Restaurant genau. Doppelt und dreifach, weil es nochmal enger ist. Genau. Also echt einfach
großen Kreis vorbeigehen, schauen, dass sich die Hunde gar nicht irgendwie, zusammenkommen. Ich finde auch das ist mir auch so wichtig. Also selbst du hast den coolsten Hund der Welt, du hast einen Welpen, der noch im Dornröschenschlaf ist, den kannst du überall mitnehmen, der schläft überall ein. Das finde ich eben auch so wichtig, dass man sich bewusst ist, das ist wie Fahren mit Gegenverkehr, dass man immer schauen muss, wenn ich reinkomme, ist irgendwo ein Hund. Mhm. Also das ist das, was ich auch immer abscanne. Und das Fiese, das ist nicht fies, aber manchmal sind die Hunde sehr klein. Ja. Meine Staffpool-Hündin, die habe ich oft auch auf dem Schoß gehabt oder auf einer Bank seitlich, aus dem Grund, damit sie geschützter war vor anderen Hunden. Da hilft vielleicht an alle HundebesitzerInnen, dass ihr euch bemerkbar macht oder zumindest schaut, wenn jemand mit Hund reinkommt, dass ihr ein Auge darauf habt, hat der euch bemerkt, die Person, geht diese Person nah an euch vorbei, macht ihn Bogen. Dass man sich bewusst ist, diese engen Begegnungen sind für alle Hunde stressig. Ja. Und selbst wenn euer Hund ruhig liegen bleibt, der hat mitbekommen, dass da ein Hund vorbeigeht. Und das wäre total unnatürlich, wenn dem Hund total egal wäre, dass ein Hund 10 Zentimeter an ihm vorbeigeht. Ja. Und ich finde das total wichtig. Und einfach diesen Bogen um einen Tisch zu machen, also angenommen, die gerade Linie zu deiner Familie wäre jetzt an diesem Hund vorbei, das war bei mir so gegen meinen Instinkt. Mhm. Da einen Bogen zu machen, ich glaube, das ist so gegen unsere menschliche Art, Bögen zu gehen. Ja. Und das lohnt sich so, weil du so dem anderen Hund hilfst und deinem eigenen Hund. Und was mir vielleicht auch wichtig ist, ist, selbst wenn dein Hund jetzt noch cool ist, es reicht ja einmal ein Cane Corso, der hochschießt, den Tisch umreißt, dass dein Hund in Zukunft irgendwann sagt, okay, in Restaurants sind Hundebegegnungen nicht so angenehm. Ja. Und das habe ich so oft im Training erlebt, dass die Leute sagen, ja, am Anfang war der cool und irgendwann hat der im Restaurant angefangen zu bellen, wenn Hunde reinkamen. Und möglicherweise die Funktion ist vielleicht einfach, um alle aufmerksam zu machen. Ich sitze hier, ich bin hier ein Hund. Und damit die anderen Leute vielleicht eher einen Bogen machen. Ja. Ja. Und genau, das finde ich total wichtig. Dieses Mindset mit so einem Konfliktbewusstsein, das, was ihr auf der Straße haben solltet, auch im Restaurant. Und dann finde ich auch wichtig, eben sich bewusst zu sein, die anderen Hunde haben ja auch mitunter Ängste. Und eben selbst wenn dein Hund super cool damit ist, zum Beispiel Werner liebt ja Chihuahuas. Aber der Durchschnitts-Chihuahua, der im Café sitzt, hat null Bock, dass da jetzt ein Pitbull eng vorbeigeht. Dass man sich bewusst ist, ich hilf da einfach auch dem Hund. Ja, voll. Ja, gilt übrigens auch für öffentliche Verkehrsmittel. Da ist die Situation ja sehr ähnlich, finde ich. Überall, einfach so. Ihr seid ein Team, genau. Ja, ihr seid einfach, helft einander. Genau. Ja, weil beide Hunde profitieren davon. Genau. Und ihr helft einfach auch jemand anderem, ist auch manchmal cool. Einfach. Und ich finde es auch gar nicht so den unwichtigen Aspekt, einfach so, dass die Wahrnehmung von anderen Menschen, die nichts mit Hunden zu tun haben, einfach Hunden gegenüber so mitzugestalten. Das ist genauso, wie man nicht der Arsch sein möchte, der das Gackerl nie wegräumt und dadurch einfach so den Grant auf Hunde in der Gesellschaft ja einfach noch mehr schnürt. Genauso einfach voll in solchen Situationen einfach respektvoll auch den anderen Menschen gegenüber sein. Und voll, die übrigens, wollen da haben genauso wir jetzt im Restaurant sein. Wiener in den Podcast geoutet. Gackerl. Ja. Kackerl-Sackerl ist die beste Erfindung, die es gibt. Niedlich. Ja. liebe SchweizerInnen, liebe Deutsche, liebe Nicht-WienerInnen in Österreich. Genau. Der Begriff Kackerl-Sackerl ist das Kotsäckchen. Genau, der Kotbeutel. Der Kotbeutel. Ganz ehrlich, Kackerl-Sackerl. Das will man benutzen, oder? Ja, man will es. Ja, die Statuen hat sich da schon was Cooles anfallen lassen. Sehr stimmt. Cool. Genau, okay, aber wir sind jetzt ins Lokal reingegangen. Nein, ich will noch was. Ja. Nein, ich finde, du hast hier gerade noch ein Fass geöffnet. Okay, oh Gott, ja, so laufen unsere Gespräche ab. Das wird schon wieder eine lange Folge. Vergiss einfach nicht, wo wir waren. aber wenn andere Leute Angst haben, ich finde, du hast gerade so einen coolen Punkt gebracht, dass man, wenn man reinkommt, auch so ein bisschen schaut, gibt's, wie reagieren denn die Leute? Ja. Habe ich das Gefühl, dass jemand sich nicht so wohl fühlt? Ja. Und das nicht persönlich nehmen? Oder? Ich finde das ja auch so wichtig. Ja, voll. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Restaurant sitze mit einem Kind und nebendran donnert mir ein Cane Corso um die Ecke und schießt den Tisch rum. Ja? Und tatsächlich bin ich mit Kind, wenn Hunde reinkommen,
immer auf Alert. Ja. Ja, weil, obwohl mein Kind tatsächlich nicht großes Interesse an den Hunden zeigt, also der lächelt mal, aber mein Kind geht ja wirklich nicht auf die Kinder, Hunde zu, mir einfach bewusst ist, das ist eine potenzielle Konfliktsituation. Ich will auch nicht, dass mein Sohn in so einen Hundekonflikt reingerät. Also es reicht ja, mein Sohn sitzt auf dem Tisch, links ist Cane Corso, Sigi geht links vorbei und er gerät irgendwie in die Fronten oder daneben. Und ein Kind macht das schon Angst. Ja, das war übrigens in der Cane Corso-Situation tatsächlich der Fall. Also 2 Meter daneben waren Kinder am Boden und haben mit Lego gespielt. Ja, also es ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass so wirklich passiert. Ja. Also genau, vielleicht da nochmal. Also ich fand das mit dem Angstmenschen so wichtig. Mhm. Übrigens, ich finde, ich bin auch viel empathischer geworden, seit ich nicht mehr mit Körpersprache von Hunden auseinandersetzt. Ja. Ich achte viel mehr auf Konsens, viel mehr, wie geht es der anderen Person. Ja. Weil wenn du es halt mit Hunden machst, dann machst du es automatisch hoffentlich auch mit Menschen. Voll, das ist echt so, ja. Also ich finde, also ich merke ja schon, dass das positive Hundetraining und das bedürfnisorientierte Hundetraining unsere Gesellschaft sehr gut tut. Ja. Genau. Also wenn ihr reinkommt, schaut, wo sind potenzielle Konfliktsituationen, Beteiligte, die sich nicht so wohlfühlen damit und das gar nicht in Frage stellen, sondern mal sagen, das ist okay. Das war ja wie vorher. Alina spielt gern mit Sachen in der Hand. Ich übrigens auch gern. Ich bin total neidisch, dass du jetzt diesen Quietscheball hier hast. Und ich habe vorhin meine Schublade gekramt und habe so eine Plastikspinne rausgeholt. Und es ist eine Plastikspinne, wir sind uns dessen bewusst. Und dein Gesichtsausdruck hat mir gezeigt, nein, Alina will jetzt nicht an dieser Quietschespinne da rumknautschen. Ich werde ihr einen Ball geben zum Knautschen. Und ich finde, das ist ja auch sowas. Ne? Ja, Alina findet das grauselig. Ich übrigens auch, das Ding. Können wir noch eine eigene Folge mal drüber machen. Über diese Plastikspinne. Über die, ne, tatsächlich. Die ich mittlerweile anfassen kann, das konnte ich früher nicht. Ja, das sehe ich schon mal erzählt. Habe ich schon mal erzählt, ja, oder? Ja, wie ich langsam Freund werde mit Spinni. Insbesondere seit mein Kind das als Spielzeug entdeckt hat. Und ich cool tun muss, damit mein Kind keine Spinnenangst hat. Nicht, oh, hallo Spinni. Und das hilft total übrigens. Ja. Ne? Ja, für deinem Kind wirst du ja cool dastehen. Hey. Und genau, dass man das nicht, dass man da dann auch das einfach akzeptiert, finde ich. Und nicht sagt, Mensch, die sollen sich nicht so anstellen oder, ne? Angst kann man nicht einfach so kontrollieren, beim Hund ja auch nicht. Ja. Ich kann ja auch schwer dem Hund sagen, jetzt stell dich nicht so an. Mhm. Und beim Menschen genauso. Genau. Weißt noch, wo du warst? Oder magst du noch irgendwas hinzufügen beim Reinkommen, was du noch wichtig findest? Ich überlege gerade, ich glaube. Ja, mir fällt noch was ein. Ja? Ja. Alles real hier. Und zwar, ja genau, wenn ihr euch den Platz ausgesucht habt und überlegt, wie kommt ihr da hin, es ist vollkommen okay, euren Hund zu tragen, wenn das hergeht, also der Cane Corso schlechter. Aber mein M-Staff, der Werner, der knapp 30 Kilo gewogen hat, den habe ich auch noch hochheben können und das habe ich schon manchmal gemacht. Ja, das hat ihm total geholfen, ich habe das bewusst trainiert. Ja. Gerade wenn ich sehe, da sind Hunde am Boden, das ist mir doch enger. Wenn der oben am Arm ist, ist der teilweise gar nicht ganz aus dem Blickfeld von den Hunden. Finde ich super hilfreich. Und bei kleinen Hunden sowieso, das macht total Sinn. Die meisten Hunde fühlen sich viel wohler, wenn sie hingetragen werden, als wenn sie am Boden zwischen lauter Beinen und Stühlen und Hunden durchmarschieren müssen. Also absolut ist okay. Und wenn ich eine Größe habe, die ich gut tragen kann, übt es auch. Na, auch wenn die Leute komisch schauen, aber... Also bei Pitbull schauen da die Leute mal. Übrigens, da hat mich auch ein Typ danach mal angebrüllt, ich sollte auch den Hund runterlassen. War auch sehr amüsant. Aber einfach, das ist euer Hund, solange ihr niemanden belästigt. Und hochheben belästigt niemanden, das finde ich immer ganz wichtig. Finde ich das absolut legitim. Und dann auch überlegen, eben beim Platz dort, dass ihr ja viele Optionen habt mitunter. Also ich finde eine Tasche bei kleinen Hunden, also beim M-Staff haben wir keine Tasche gehabt, aber ich finde, gibt es ja viele Hunde, die super in eine Tasche passen. Und das wiederum kannst du super zu Hause aufbauen. Das oder auch eine Box, die du, weißt du, so eine Klappbox oder so, die man mitnehmen kann, hilft manchen Hunden immens. Ich kann eine Decke noch drüber hängen, das heißt, ich habe auch einen Blickschutz vor anderen Hunden. Mein Hund fühlt sich vielleicht sicherer. Die Gefahr, dass jemand draufsteht, ist geringer. Ich kann die Tasche dann ja auch mitunter auf einen Stuhl stellen oder auf die Bank. Ich finde, das nimmt schon sehr viel raus. Ja. Also fast alle meine Hunde haben sich viel wohler auf einer Bank gefühlt. Und es gibt ja echt hippe Lokale mit Sitzstiegen und ich weiß nicht was. Und selbst bei Werner, mein letzter Hund, war das super, wenn der mal erhöht liegen konnte. Insbesondere habe ich seine Vibes besser gespürt.
Also ich habe besser gemerkt, wenn er angespannter wurde. Mhm. Ja, man sieht ihn halt einfach, wenn er mehr auf Augenhöhe ist, als wenn er unterm Tisch irgendwo liegt. Ja. Oder ich kann ihn auch berühren. Ja. Weil es manchen Hunden hilft ja irre, diese Berührung. Mhm, ja. Genau. Also das wollte ich noch ergänzen. Ja, cool. Ja, ich glaube sonst, vielleicht sollten wir nochmal so kurz ansprechen, so welcher Platz jetzt strategisch also gut ist. Also du hast jetzt schon gesagt, eben Tasche, Box, alles Optionen, höher liegen, alles eine Option. Sonst eben, haben wir auch schon gesagt, irgendwie nicht in so entlang eines Weges, also wo die Leute vorbeigehen müssen oder knapp vorbeigehen müssen oder vielleicht sogar drüber steigen müssen. Genau, was kann man sonst noch irgendwie so beachten? Manche Hunde, das mag, hat der Mucki, mein alter Hund, extrem gern gemacht, wenn es so alte Bänke gab und dass ich so drunter legen konnte. Da ist er immer drunter gekrochen und dann ist er da einfach drunter verschwunden. Diese Höhle, ja. Genau, voll. Das hat ihm total getaugt. Das mögen manche Hunde ganz gern. Fällt dir sonst noch irgendwie was zur strategischen Liegeposition ein? Was ich noch strategisch cool finde, ist, wenn man sich einen Stuhl nimmt und eine Jacke drüber hängt. Mhm. Ich finde, da kann man schon viel helfen, gerade wenn es um andere Hunde geht, weil die, wenn die unterm Tisch liegen, kommunizieren miteinander. Also geruchlich und so weiter, das gehen wir jetzt gar nicht an, aber wenn die sich optisch sehen können, findet eine Kommunikation statt. Du siehst manchmal Hunde, die voneinander abgewandt liegen. Das würde ich jetzt mal sagen, dass ist jetzt kein Zufall, was sehr deeskalierend ist. Wenn das zwei Hunde super hinkriegen und dadurch dann sich halbwegs wohlfühlen, super. Ich denke aber trotzdem, dass beide gar nicht so unhappy sind, wenn da noch ein Sichtschutz dazwischen ist. Ja. Ganz blöd ist, wenn einer anfängt glotzen auf der Straße. Wir kennen das alle, ein Glotzer und der andere glotzt zurück. Weil wenn zwei Hunde sich anfixieren, dann ist das schon schwierig, den Blick da abzuwenden. Ja. Und manchmal siehst du, zwei Hunde schauen sich schon länger an und dann geht das Gebelle los, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Und wenn du da einfach eine Decke dazwischen hängst oder einen Stuhl mit Jacke, kannst du es echt viel Luft rausnehmen. Oder einen Rucksack irgendwie so hinstellen, dass er sich weg ist. Ja. Auch einfach auch wieder aus Schutz vor anderen Menschen auch, dass die da einfach also quasi so dann um den Rucksack rumgehen müssen, auch wenn sie den Hund vielleicht noch gar nicht gesehen haben und den Hund vielleicht übersehen würden. Niemand wird jetzt irgendwie da über einen fremden Rucksack irgendwie drüber steigen oder halt irgendwie über den Hund schon, nehmen. Gell? Und ja, spannend, ja, weil man den vielleicht auch gar nicht so sieht. Also gerade wenn da vielleicht nur so eine Pfote rausschaut oder so. Ja. Aber einfach so quasi sich nicht davor scheuen, irgendwie so ein bisschen umstellen. Das war ja bei unserem ersten Restaurantbesuch, genau, erinnerst dich? Genau, das war ja so lustig. Kinderwagen vorgeschoben, meinst du das? Und einen Stuhl haben wir hingestellt, ja, beides. Ja, ja. Weil irgendwann haben wir gesehen, dass die Leute wirklich sehr eng vorbeigehen an ihm. Ja. Und einfach noch einen zweiten Stuhl hin und schon haben die Leute einen leichten Bogen gemacht. Genau. Ja. Genau. Und und ich finde, mir ist schon bewusst, dass man am Anfang vielleicht denkt, okay, ich bin da jetzt total verrückt und kann man das denn machen? Natürlich macht nur das, womit ihr euch wohlfühlt. Ich finde aber ganz wichtig, das oberste Gebot ist, fühlt sich mein Hund wohl und kann ich dadurch vielleicht auch den anderen Menschen ein besseres Gefühl geben? Genau. Und was ist schon so ein Stuhl, der einfach da jetzt halt steht und die Leute müssen halt 30 Zentimeter rübergehen? Ich fand übrigens auch, du hast in einer Folge mal das Beispiel gebracht, dass Sigi sich gern ein Loch gräbt im Kies, in so Kieslokalen. Ja. Und das Krasse ist, als du mir das erzählt hast, ist bei mir erstmal die Pumpe gegangen. Oh, da schauen doch sich, also so krass, oder wie geprägt sind von, oh Gott, was denken sich die Leute? Mhm. Und du, ich mache ja nachher das Loch einfach zu, da ist null Schaden. Warum macht das was mit mir? Mhm. Und ich glaube, im Restaurant werden wir beobachtet. Ich glaube, dass das schon auch ein Mittenfaktor ist. Ja, sicher. Und je nachdem, was du für Vorerfahrung hast, kannst du gut damit umgehen, aufzufallen, in Anführungsstrichen, weil allein einen Stuhl hinzustellen, eine Jacke drüber zu hängen, kann mitunter für jemanden schon, oh Gott, ich falle auf, ein Faktor sein. Und ich würde das mir vielleicht auch vorüberlegen, weil da hat sich bei mir ganz viel getan. Ja. Also ich habe mir also für mich war früher auch ein Hund, der ungehorsam ist im Lokal. Also ein Hund, der bellt, das ist ja für niemanden fein. Also
wer ist denn da so cool und sagt, ja, mein Hund bellt halt. Ja klar, das wollen wir ja nicht. So, aber für mich war früher schon unangenehm, wenn ich gesagt habe, setz dich hin und mein Hund hat sich nicht hingesetzt. Gefühlt sehen mich jetzt alle an. Und ich habe meinen Hund nicht unter Kontrolle. Ja. Und die denken sich jetzt, also was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, das ist alles in meinem Kopf. Ja. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, der so geht. Nein, oder? Nein. Also wir sind jetzt schon zu zweit. So, ja. Ja, ja, voll, das ist alles ein Learning. Und der Hund, also das finde ich halt auch einfach so cool an mit Hund unterwegs sein, dass der einen zwingt zu mehr Selbstbewusstsein ganz oft. Und wenn man es dann dreimal macht, merkt man, ey, ist eh nichts dabei. Voll. Ja. Aber ich hoffe so, dass wir mit dem Podcast da viel bewegen können. Ja. Ja. Weil ich glaube, da ist noch so viel in den Köpfen. Und das Wichtigste ist, dass sich unsere Hunde wohlfühlen, auch weil es ein Sicherheitsaspekt ist. Ja, absolut. Also vielleicht, wenn es euch schwerfällt, immer bedenken, ist doch 100-mal besser, wenn da ein Stuhl steht, als wenn ein Hund dann einen Menschen anbellt und der vielleicht Angst kriegt und das Kind nebendran auch. Genau. Genau. Ja, jetzt erinnerst du dich hoffentlich daran, wo wir waren. Wir waren beim Ankommen im Restaurant. Wir sind schon reingekommen. Wir haben uns auch schon einen Platz ausgesucht. Vielleicht da auch nochmal, was ich auch so ein bisschen bemerkt habe oder lernen musste, ist, man sucht einen Platz für den Hund aus. Dann auch da nicht so streng sein. Also wenn der Hund irgendwie anzeigt, er möchte sich aber lieber woanders hinlegen, jetzt nicht irgendwie in einer anderen Ecke vom Restaurant, sondern halt 50 Zentimeter daneben oder ja, einen Meter daneben, dass man dann darauf eingeht und sagt, okay, er fühlt sich da offensichtlich wohler als auf dem Platz, den ich mir gedacht habe, dass das da gut passt. Und dann kann er ja da auch liegen bleiben. Also nicht jetzt, okay, ich gebe dir diesen Quadratmeter davor und da musst du dich jetzt hinlegen und da hast du zu liegen, weil man kann als Mensch, ja, man kann die Umgebung scannen, man kann gewisse Aspekte irgendwie erkennen und sich denken, alles, was wir jetzt schon besprochen haben, aber letztendlich entscheidet der Hund, ob er sich da wohlfühlt und dann einfach auch flexibler sein und okay, wenn das da jetzt einen halben Meter daneben genauso passt für alle anderen Beteiligten, why not? Also dann da auch wieder dann auf den Hund eingehen, ungehorsam sein, weg von seinem Ego-Trip, der Hund hat da zu liegen, weil ich das sage, sondern hin zu, okay, ich lasse den Hund da auch aussuchen. Voll gut. Genau. Übrigens dahin noch, am Weg dahin finde ich auch super praktisch, einfach ein Leckerchen vor die Nase halten und wie ein Magnet den Hund da durchführen, je nach Hund. So. Aber wenn ich einen Hund habe, der gern schaut, wo sind denn hier Pommes, wer ist denn unterm Tisch, was sind das für Menschen, oh, hast du deine Tage? Also das mag ja niemand, ein Hund, der da überall dann an jedem rumschnüffelt. Ja. Da kann man einfach ein Leckerchen vor die Nase halten und den Hund durchlocken und dadurch es für alle angenehmer machen. Ja. Ganz, ganz wichtig, aber schauen, es gibt auch Hunde, denen es sehr hilft, so ein bisschen sich das anzuschauen. Ja. Genau, einfach da so einen Weg finden. Genau. Wie kommt man denn jetzt an seinen Traumplatz? Genau. Okay, ja, und jetzt liegt der Hund da. Genau, und jetzt ist ja alles gut. Jetzt können wir essen. Alles easy. Genau. Also ich kann ja wieder nur aus meiner Perspektive da erzählen. Und bei uns sind dann, wenn wir schon mal dieses Stage erreicht haben, der Hund liegt da jetzt. Was für Sigi dann oft hilft, ist Kaustange. Also, dass er erstmal, die hilft ihm einfach, dass er sich nochmal beruhigen kann, dass er was zu tun hat und sich aber gleichzeitig auch so ein bisschen umschauen kann. Also man sieht dann richtig, er kaut dann und seine Augen gehen so links, rechts, also er scannt dann so ein bisschen die Umgebung. Das hilft ihm einfach, dass er da runterkommt, was zu tun hat und seinen Platz quasi so als guten Platz auch so ein bisschen verknüpfen kann. Wobei ich draufgekommen bin, es ist nicht gut, ihm das so vorzugeben. Sondern wir warten immer so 5 Minuten, dann soll er einfach mal liegen, ein bisschen schauen. Wenn schon so insgesamt ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist, dann kriegt er diese Kaustange. Genau, je nachdem, wie geil die ist, wie toll er die findet, nimmt er die nämlich sonst gar nicht, wenn er noch so im Stress drinnen ist. Mhm. Ein bisschen warten. genau, und dann ist es auch gut, wenn das was ist, wo er ein bisschen länger beschäftigt ist. Also nicht irgendwie nur so ein Süßigkeitssnack, der in 2 Bissen wieder weg ist, sondern irgendwas, wo er wirklich vielleicht auch ein paar Minuten zu tun hat. Das hilft sehr. Genau, und dann
Was auch hilft, ist dann bestärken mit Leckerlis. Jedes Mal, wenn du wirklich ganz ruhig bist und entspannt ist, fliegt mal wieder ein Leckerli hin. Genau, und so handeln wir uns drüber. Was wir jetzt auch gerade noch machen, ist, weil er ja auch manchmal ein Problem hat und sich unsicher fühlt, wenn eine Person auf ihn zugeht und wenn sein Platz halt irgendwie so sein muss, dass vielleicht die Leute, die servieren, so eher frontaler auf ihn zukommen müssen oder auf unseren Tisch zukommen müssen, dass da dann auch immer Leckerlis fliegen, wenn die Person da ist. Genau. Und halt auch immer auf die Decke, dass er da auch nicht weg muss, dass er verknüpft, okay, auf der Decke findet seine, nicht Party, seine Chill-Party statt. Genau, so handeln wir uns dann irgendwie drüber. Und was auch extrem hilft, ist zwischendurch rausgehen. Also gerade wenn man da jetzt nicht nur für einen Kaffee sitzt oder für eine Stunde, hält man vielleicht auch so aus, je nach Hund. Aber gerade wenn man davor hat, man sitzt jetzt länger, man sitzt jetzt vielleicht auch 4 Stunden, einfach zwischendurch rausgehen, weil man merkt, okay, jetzt reicht es dann langsam, einfach mal rausgehen, den Hund draußen schnüffeln lassen, einfach ein bisschen andere Umgebung wieder, dass er sich auch ein bisschen bewegen kann und vielleicht auch so Schnüffelspiele draußen machen, was einfach ein bisschen beschäftigt ist und dann neu reinkommen. Das bewirkt Wunder. Ja, mega. Ja. Also ich finde auch, also erstens, ich finde, da sind ja so viele Learnings dabei. Ja. Wir haben ja viele Videos jetzt gedreht die letzten Wochen, weil wir ja viel in Restaurants gesessen sind und Besprechungen hatten. Da schaut gerne auf Instagram, wie das aussieht, wenn Sigi im Restaurant ist. Genau. Also ich finde, das eine Learning ist, wenn eine Situation ist, wo ihr das Gefühl habt, es könnte für meinen Hund unangenehm sein, Leckerchen streuen. Je nachdem, wir streuen total gerne auf die Decke. Weil der Kopf nach unten geht, der Hund muss ein bisschen suchen, die Decke wird nochmal so ein bisschen mit verknüpft und der Hund bleibt liegen, das ist ganz cool. Manchmal hilft es auch wirklich, den Kopf wegzufüttern. Also kennst du das, ne, wenn jemand vorbeigeht oder ein Hund, dass ich sage, schau mal, hier sind die Leckerchen und so ein bisschen den Kopf auf die Seite drehe, also ein bisschen seitlich auf dem Boden fütter. Ich finde auch gegebenenfalls ruhig auch den Hund aufstehen lassen und wegholen. Also ich merke, okay, Carne Corso geht jetzt raus. Die hat sich vielleicht bemerkbar gemacht, die Besitzerin. Also das finde ich auch immer cool, wenn man sagt, du, schau mal, ich gehe jetzt raus. Passt das für deinen Hund? Na, dass man einfach vorbereitet ist, dass ja doch nochmal, hey, der Hund ist gerade vor auf mich losgedonnert, dass man, oder er bewegt sich, dass man da nochmal was gibt. Was mir auch gut gefallen hat, wie du gesagt hast, dass du diese Pausen machst, was eben bei manchen Hunden auch bei einem einstündigen Restaurant manchmal hilfreich ist. Und ich glaube, da hat mir total geholfen, der Vergleich mit Kindern. Also angenommen, ihr wart vorher wandern und ihr geht in so ein Gasthaus. Ich meine, das ist geschenkt. Also die meisten Hunde werden da einfach liegen und pennen. Ich denke, auch Sigi wird... Ja, das ist vielleicht der Punkt. Ist der kaputtbar? Ja. Ah, okay. Nein, schon, tatsächlich schon. Also das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, was natürlich ihre hilft, ist vorher auslasten, sodass der Hund echt einfach da ankommt. Und vielleicht auch verknüpft mit, Restaurant bedeutet, endlich können wir chillen. Genau, foltert den Hund vorher richtig. Genau. Endlich halten wir uns länger auf einem Ort, auf endlich kann ich mich mal hinlegen. Ja, das ist natürlich eine coole Assoziation. Ja. Also da kann man sich ja auch voll helfen. Ja. Also alles ist legal. Und eben dann pennt der eh. Oder auch bei kleinen Welpen erlebe ich das oft, dass die am Anfang, da gehst du mit dem Welpen ins Restaurant und das funktioniert 1A. Und das ist auch cool. Ne? Dann lernt er mal seine ersten Restaurantbesuche kennen. Ja. Das kann aber halt sein, dass euer Training dann erst später kommt. Also es kann sein, dass das bleibt, aber es kann auch sein, dass euer Welpe halt wirklich erst noch sehr verschlafen ist und später erst bemerkt, ein Restaurant ist total spannend und das sind ja Essensreste und ja, so. Und jeder mag mich und ne, genau, also da würde ich aufpassen. Vielleicht auch bei Welpen schauen, dass bloß nicht der zu viel angeflirtet wird im Restaurant. Das ist die Schwierigkeit. Aber das ist natürlich, wenn der Hund lernt, das Restaurant bedeutet, alle lieben mich und alle kommen auf mich zu und da ist die Party. Kann ja auch cool sein für einen Welpen und was Positives sein, aber es ist natürlich, in der Situation ist es blöd, weil du bist halt im Restaurant nicht Party machen, sondern du willst entspannt liegen. Und der merkt sich das. Ja. Und beim Angst- oder pauschal Angstwelpen, also ein Welpe, der das nicht so toll findet, halt blöde Verknüpfung. Genau. Ja, die Pausen finde ich deswegen auch so wichtig, weil eben wie bei einem kleinen Kind, dass eben
du gehst in ein Restaurant, also niemand erwartet von einem kleinen Kind, dass das jetzt eine Stunde da in seinem Hochstuhl sitzt oder so. Und eben Eltern bringen schon Spielzeug mit und so weiter. Und so ähnlich kann man sich das mit dem Hund vorstellen. Mhm. Und da ist manchmal eine gute Mischung bei manchen Hunden echt hilfreich, dass ich sage, ich habe einen gefüllten Kong dabei oder eben eine Knabberstange, sowas. Dass der Hund so ein bisschen wie Kinder Nintendo, sage ich immer, bekommt. Dass der so ein bisschen beschäftigt ist, dass ich einfach mal essen kann, dass ich mal in Ruhe runterkommen kann. Und bei manchen Hunden, die fahren auch runter und dann sind sie cooler. Und bei manchen Hunden merkst du aber, okay, das ist, der wird jetzt noch nicht eine Stunde in dem Zustand hier ruhig sitzen, dass man eben damit spielt, rein, rausgehen. Ich finde auch bei Hunden, wo du merkst, da ist eine Angstkomponente oder eine unangenehme Komponente, den hilft sehr, wenn sie mal den Druck rauslassen können, so ein bisschen. Und was ich hier nur wichtig finde, ist, dass man als Fokus hat, was wollen wir als Verhalten? Wir wollen ein entspanntes Verhalten. Mhm. Also ein Sitzen, Liegen, Stehen ist mir eigentlich egal. Aber der soll im besten Fall ja hier entspannt, vielleicht auf einer Decke, je nach Hundetyp, irgendwann liegen. Und im besten Falle geht ihr nicht raus, wenn der Hund schon wieder hibbeliger wird, sondern solange der Hund entspannt ist, sozusagen den Verstärker nutzen, dass er sich bewegen kann, falls er sich gerade bewegen will. Also das finde ich ganz wichtig, da wirklich trainingstechnisch vorzugehen. Mhm. Natürlich, wenn der Hund schon hibbelig wird und man merkt, es geht nicht anders oder der muss aufs Klo und so weiter, dann gehst auch dann. Aber langfristig, tendenziell warten wir ja erst darauf, bis der Hund nicht mehr kann. Und dann lernen die Hunde durchaus, oder was sie genau lernen, wissen wir nicht. Aber es ist halt ein starker Verstärker rausgehen für manche Hunde. Und dann kann es sein, dass euer Hund immer weniger ruhig liegen kann, weil ihr dann früher rausgeht. Und da finde ich wie immer Fokus auf dem erwünschten Verhalten lieber zu viel geben. Wenn euer Hund erwünschtes Verhalten zeigt, ruhig liegt, ruhig steht, ruhig sitzt, Leckerchen, ganz viel Leckerchen geben, richtig großzügig sein, da kommt die Knabberstange, da gehen wir raus. Und ich finde, Restaurantbesuch nehmen wir oft auf die leichte Schulter oder das ist so selbstverständlich. Und also ich weiß, wenn meine Kundinnen mit mir anfangen zu trainieren, dann sind die immer schockiert, wie viel Leckerchen ich am Anfang gebe. Aber da ist halt Perfektion am besten am Anfang. Also lieber sagen, ich gebe zu viel. Der Hund ist aber kein einziges Mal aufgestanden. Der ist 1A liegen geblieben. Das mache ich 3-4 Mal und dann kann ich ja langsam reduzieren. Ja. Dann habe ich einen Hund, der 1A liegt. Ja. Wenn ich da aber sage, so, jetzt habe ich 3 Kekse und das hast du jetzt fein gemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Hund doch irgendwann aufsteht und ich reagiere. Mhm. Ja. Was ich übrigens auch da wichtig finde, ist, wenn der Hund mal aufsteht und so ein bisschen mal steht und schaut, dass ich auch einfach mal warte, ob der Hund sich nicht selber wieder runterfährt. Also der darf auch seine Position ändern. Da lebe ich auch oft. Oder hätte ich ja früher auch gemacht, legst du wieder hin, Platz. Ja. Also, was zwei Folgen hat. Nämlich erstens, ich reagiere immer auf das negative Verhalten. Das macht was mit mir, das macht was mit dem Hund. Und es kann ja sein, dass der Hund einfach mal sich kurz ausstrecken will, mal Position ändern. Und ich finde total wichtig, dass das ein Hund machen darf. Also der muss nicht eine Position halten. Ja, das schafft man als Mensch ja auch nicht. Und vielleicht auch so, weil du vorher das Beispiel genommen hast, für Kinder nimmt man ja auch irgendwie Spielsachen mit oder geht mal raus oder sitzt auch nicht die ganze Zeit nur auf dem einen Platz. Das macht man ja als erwachsene Person auch nicht. Also man geht doch mindestens einmal aufs Klo. Und das ist doch nicht nur, weil man aufs Klo muss, sondern einfach, dass man kurz durchatmet, dass man kurz allein in diese, also zumindest bei mir ist das, kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich gehe schon einfach mindestens einmal, gerade wenn man da länger ist, einmal aufs Klo, um einfach kurz mal durchzuatmen, um kurz mal irgendwie kurz bei mir zu sein und mal raus draußen zu sein aus dem Ganzen. Und voll, warum sollte der Hund das nicht auch machen? Voll. Ich glaube, das ist mal so das Wichtigste. Ja. Und da vielleicht auch wieder das Mindset. Ja, wir glauben, ein Hund hat so und so zu sein. Mhm. Aber ich glaube, dass das gar nicht so der Fall ist. Ich glaube, dass da einfach ganz viel in unseren Köpfen ist und einfach noch diese Bilder. Mhm. Und du siehst natürlich immer wieder irgendwo Hunde, die einfach nur unterm Tisch liegen. Ja. So. Aber die 99% andere Hunde, die das nicht so können, oder keine Ahnung, vielleicht sind es 90, die sehen wir halt nicht. Ja. Und dann werden diese Standards erzeugt. Ja. Ja. Und für mich ist schon das Wichtigste im Restaurant, hat der Hund eine positive Erfahrung? Und mit positiv meine ich jetzt nicht Party im besten Fall, sondern halt, ist ja ganz nett. Ich sage immer positiv langweilig. Genau.
keine unangenehme Erfahrung tatsächlich, die ja schnell passieren im Restaurant. Also kein Karnekos oder Hindonat. Keine Kinder, die herkommen. Ich finde vielleicht da auch noch ganz wichtig. Im Restaurant Begrüßungen würde ich nochmal vorsichtiger vorgehen. Also generell gilt, es sollte ja niemand zum Hund hingehen. Ja. Das gilt ja überall so, sondern man sollte den Hund immer kommen lassen. Und im Restaurant ist es meistens zu eng, finde ich. Wenn man aber genug Platz hat und es ergibt sich die Situation und man denkt, es passt, kann man ja sagen, die Person soll sich 2 Meter entfernt präsentieren. Und dann kann man schauen, ob der Hund Bock hat, Hallo zu sagen. Gerade bei Kindern, wenn die hingehen, allein wenn du zum Tisch gehst und fragst, darf mein Kind Hallo sagen, bist du ja schon ziemlich nah beim Hund. Also da würde ich vielleicht auch an die Eltern mitgeben, so Restaurants. Ja, würde ich eher auch dem Kind da zeigen, dass man die eher in Ruhe lässt. Also mein Sohn freut sich total, wenn ein Hund sieht, sagt, oh, da ist ein Hund. und dann war es das auch. Und das finde ich schon, würde ich sagen, ist ideal. Ich finde nochmal wichtig das Thema Krabbelkinder. Also als Elternteil, Restaurantbesuche sind für uns Eltern auch ziemlich challenging. Kann ich mir vorstellen, ja. Also da finde ich halt auch wichtig, dass man da gut zusammenarbeitet. Also dass man schaut, wo lasse ich mein Kind krabbeln. Und umgekehrt, dass aber auch die HundehalterInnen da schon auch ein super Auge drauf haben, weil Krabbelkinder sind schon ein Albtraum für die meisten Hunde. Also das ist halt, die verstehen noch nichts, die halten den Hund mitunter für, keine Ahnung, was denken die, vielleicht ein Plüschhund, komm, ich nehme dich und gebe dir einen Bussi und so weiter. Also ich finde Kinder nochmal da, würde ich sehr drauf achten, auch weil die ja so unberechenbar sind und dann Wutanfälle und ich weiß nicht was. Das finde ich noch super wichtig. Und gerade im Restaurant, wo der Hund eben gestresster ist, wo alles enger ist, wo alles lauter ist, potenziert sich halt alles. Das heißt, jede Situation, die auf der Straße schon, finde ich, challenging sein kann, also wenn da ein Kind entgegenkrabbelt, glaube ich, dass fast alle Hunde irritiert sind, zumindest im besten Fall. Genau, im Restaurant nochmal. Ich finde, dieses Bewusstsein einfach zu haben. Und was mir wichtig ist, ist, die Kinder unter Kontrolle zu haben, ist viel schwieriger als den Hund. Also, dass man da wirklich mit dem Hund wirklich da drauf achtet, weil ein Hund kann nicht beibringen, leg dich ruhig auf eine Decke, ein Kind geht das halt einfach gar nicht. Also, außer wir würden Kinder alle Handys und Videos in die Hand drücken und das wollen wir nicht. Genau. Ja, also das Wichtigste ist, dass euer Hund eine positive Erfahrung macht, egal wie. Genau. Ja, und wenn ihr 100-mal rausgeht und 1000 Knabberstangen, ich weiß nicht was habt, und dass halt niemand anders sonst irgendwie belästigt wird. Genau. Ja, ich finde, so das sind eigentlich die wichtigsten. Eigentlich hättet ihr nur das hören müssen. Und dann, letzte Dreiviertelstunde oder wie lange reden wir schon? Ja, eigentlich umsonst, ja. Fällt dir noch was ein? Vielleicht noch so ein bisschen als um Mut zuzusprechen, vielleicht Leuten, die sich ein bisschen scheuen davor, den Hund mitzunehmen. Probiert es und macht es. Und also ich habe echt so das Gefühl, der Hund muss ja auch das lernen und das kann er nur, indem er mitkommt. Und man kriegt einen alltagstauglichen Hund halt nur, wenn man den mitnimmt in den Alltag. Das ist auch das, was ich halt auch beim Sigi am Anfang mich länger halt nicht getraut habe, weil natürlich ist es anstrengender mit einem Hund, der halt nicht die ganze Zeit da ruhig liegt, ins Restaurant zu gehen. Aber es wird halt auch nicht besser, wenn man ihn nicht mitnimmt und wenn man ihn jedes Mal alleine lässt und da einfach so ein bisschen über seine Komfortzone manchmal gehen und sich sagt, okay, ich nehme den Hund da jetzt mit, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass es mich ein bisschen langsamer macht oder wenn es bedeutet, dass es für mich ein bisschen komplizierter ist. Nein, ich nehme ihn da jetzt trotzdem mit. Vorausgesetzt, es kann für den Hund wirklich auch eine positive Erfahrung sein, weil man muss den Hund jetzt nicht immer überall mitnehmen, wenn es den Hund einfach auch nicht zart. Ja, genau, voll gutes Einwurf. Und ich gebe gleich den Gegenpart, nämlich es ist auch voll okay, wenn ihr merkt, für meinen Hund passt es nicht. Absolut. Weil wir immer denken, alle Hunde können im Restaurant sein. Wenn ein Hund allein sein kann, da müssen wir auch noch eine Folge drüber machen. Das Thema Alleinsein. Ein Hund, der gut allein sein kann, ist manchmal für alle entspannter, zu sagen, hey, ich lasse dich daheim. Ja. Der Hund hat einen guten Entspannungsschlaf und ich bin vielleicht viel entspannter im Restaurant. Ja. Und genau, ich finde, die Kunst ist, wie du sagst, weder sollten Hunde nur zu Hause sein und Restaurants keine Hunde sein und umgekehrt.
Gibt es aber einfach Situationen, wo es echt gescheiter ist, den Hund zu Hause zu lassen. Absolut. Und ich glaube, das war was ich bei meiner Greta lernen musste. Weil ich weiß, mein Mindset, ich will einen Hund, den ich überall mitnehmen kann. Mhm. Und das ist ja voll ein cooles Mindset, dass man einen Hund viel mitnimmt. Ja. Aber denkt immer dran, wie viel habt ihr heute schon gemacht? Also ich habe den mit auf die Uni genommen. Mhm. Also die war echt überall mit. Und ich glaube, für meine Hündin war das viel zu viel im Ende. Mhm. Im Endeffekt, es ist nichts passiert oder so. Aber ich glaube, die war sehr froh, wenn man dann sagt, wenn ich gesagt habe, am Abend komm, gehst heim, musst nicht noch in eine Vorlesung oder so. ich habe das total unterschätzt, glaube ich. Mhm. Genau. Ja. Und auch, weil die ja doch manchmal Hunde aus dem Tierschutz sind oder ängstlich oder geräuschsensible. Ja. Wenn ihr sagt, Restaurants sind gar nicht so ein Thema, finde ich es auch voll okay. Ja, dann lernt das Hund halt nicht. Ja, alles gut. Absolut. Ich finde, Alleinsein ist ja viel, viel wichtiger zu lernen. Genau. Dann nutzt lieber die Zeit, allein zu trainieren. Es ist übrigens so lustig, weil Sigi hat ja auch eine Schwester, die ja auch in Wien vermittelt ist. Und es ist so lustig, die zwei irgendwie auch so zu vergleichen, kann man eh nur bis zu einem gewissen Grad, weil das sind ja trotzdem Individuen. Aber trotzdem haben sie ja so den gleichen Start ins Leben gehabt, die gleiche Sozialisierung gehabt, die gleichen Hunde kennengelernt, sind einfach unter 1:1 den gleichen Bedingungen aufgewachsen und ungefähr zur gleichen Zeit adoptiert worden. Also Sigis Schwester ein bisschen vor ihm. Er musste ein bisschen länger warten. Aber und sein Bruder wartet sein noch. Sein Bruder wartet immer noch, liebe also Leute. Also wenn ihr den Sigi jetzt auf den Videos seht und verliebt seid und ihr denkt, genau so einen Hund, mit genau seinem Hund möchte ich leben, schaut auf die Animal Care Austria Seite. Er heißt Neptun. Er schaut genauso aus wie der Sigi und er klingt einfach so lieb. Also bitte, bitte. Irgendeine sympathische Person. Vielleicht in der Nähe Trio von Wien, komplett damit machen. Wir ein Trio haben. Das wäre so toll. Oder? Genau. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es ist so spannend, die zwei halt irgendwie so zu beobachten und quasi so deren Entwicklung auch zu beobachten. Weil die haben halt die Zora, heißt sie, von Anfang an überall hin mitgenommen. Also die wurde quasi einfach ins kalte Wasser geworfen, kann man auch sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber auf jeden Fall, die musste halt überall mit, in jedes Restaurant, in jede Bar, in jede Kneipe, auch teilweise einfach bis in der Nacht, die musste einfach überall mitkommen und die ist jetzt super cool. Also die ist eben so ein Vorzeigehund, die legt sich unter den Tisch und schläft 5 Stunden auch, wenn es sein muss. Und dann steht sie wieder auf und dann geht sie nach Hause. Dafür kann sie überhaupt nicht alleine bleiben. Mhm. Und wir haben halt den Fokus anders gelegt. Wir waren halt eher aufs Supercade, bleibst alleine und kommst halt nicht so oft mit, damit wir das alleine bleiben trainieren können, damit wir mehr Chancen, mehr Gelegenheiten haben, dass du alleine sein musst. Und Sigi ist halt jetzt nicht so entspannt, wenn er wo mitkommen muss. Dafür kann er super alleine bleiben. Also ja, was man trainiert, kriegt man halt auch. Also ja. Da. Und wenn es euch nicht so wichtig ist, dass der Hund überall mitkommt, dann warum sich den Aufwand machen? Also. Und wenn ihr Leute seht, die immer ihren Hund mitnehmen und es sieht super aus, denkt immer dran, vielleicht kann der einfach nicht allein sein. Genau. Stimmt. Ich habe tatsächlich eine Kundin im entzückenden Pudel. Mhm. Die habe ich als Welpe im Training gehabt. Der kann nicht allein sein. Mhm. Ich sehe die überall mit. Der kann aber überall mitgehen. Mhm. Die hat einen halben FreundInnenkreis, die alle ihn gern nehmen. Ein kleiner Zwergpudel. Mhm. Und für die ist es überhaupt kein Thema. Die sagt, ja, oh, ist so und alles gut. Und genau, aber eben, ja, nur, dass ihr wisst. Genau. Ja, genau. Ist halt einfach wirklich so. Ja. Und vielleicht noch zum Einwurf. Gerade das Thema, nehme ich den Hund überall mit oder nicht, das ist natürlich immer total individuell, dass man einfach immer schaut. Es hätte auch sein können, dass für Sigi ihr das genau richtig gemacht habt und er halt nicht so cool wie seine Schwester ist. Und vielleicht hättet ihr den überall mitgenommen, wäre der vielleicht jetzt total am Ausrasten in Restaurants, weil es über seiner Komfortzone war. Ja, ja. Absolut. Genau. Cool. Genau, ja. Ja. Zu guter Letzt, meine Lieben, kommt noch eine nette Ankündigung, nämlich bis jetzt war ich ja ganz allein auf dem Cover unseres Podcasts. Genau. Ich habe ja tatsächlich den Podcast ursprünglich alleine geplant gehabt und dann kam Alina in mein Leben und sie hat sich jetzt committed, wir bleiben zusammen. Oh yeah. Ich finde es auch super, die Gespräche, also dass es nicht einfach nur so ein Monolog ist und deswegen ist es Zeit, dass nicht ich alleine mit dem Hund da sitze, sondern Alina mit aufs Cover kommt. Oh yeah. Genau. Und die Tage wird das jetzt auch sein. Das heißt, wir werden uns designmäßig ein bisschen umstellen. Genau, ihr schaut gerne. Vermutlich schon bei der Folge, die jetzt rauskommt, also bei der
Folge, die ihr jetzt gerade hört, schon das neue Cover sehen. Es ist sehr toll. Ich ja, jetzt freue mich Gesicht, schon extrem. Es hat ein Gesicht, wer ist denn genau. Diese Alina? Und ihr Hund Sigi von hinten genau. Ist mit oben. Ja, genau. Zumindest seine Ohren, glaube ich. Genau, dass halt ein Hund irgendwie auch mit oben ist. Genau. Ist ja ein Hunde-Podcast. Ja, da freue ich mich schon sehr, das endlich ankündigen zu können, weil ich finde, die Fotos sind so lieb geworden. Ja, wir hatten richtig Spaß. Ich glaube, Das ist das Wichtigste. Genau. Ja, wir sind noch nicht fertig, denn uns hat wieder jemand geschrieben. Genau, eigentlich ist es eine neue Kategorie, oder? Wir haben am Anfang Learning der Woche, dann haben wir unser Thema und zum Schluss haben wir E-Mail-Zuschriften. Also bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Also schreibt uns gerne. Schreibt uns weiter, sonst können wir die Kategorie nicht etablieren. Ja, und wir haben uns gedacht, wir lesen das direkt vor. Genau. Wir werden gar nicht alle Fragen beantworten können, aber ich schau grad, es ist die liebe Anja. Ich lese mal vor und wir haben ganz viel Inspiration für weitere Folgen dadurch, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die E-Mail ja noch gar nicht. Ah ja, stimmt. Mhm. Okay. Mal, jetzt müssen wir echt anfangen filmen. Ja. Damit ihr seht, wie unsere Reaktionen darauf sind. Das kommt auch noch, weil wir uns wirklich sehen. Vielleicht sollte ein Handy mitfilmen. Ich filme jetzt mit. Okay. Nee, ich filme jetzt mit. Das ist für Anja. So, liebe Anja. Servus, Anja. Alina kriegt jetzt dein E-Mail vorgelesen. Hallo Petra. Warum nur Petra? Oh, hallo Petra und Alina. Fail. Okay. Anja, I'm sorry, das wird nichts mit uns. Ich höre seit kurzem euren Podcast. Ich finde den sehr angenehm gemacht. Na bitte, da bist du wieder sehr dabei. Gut. Seit 2,5 Wochen lebt ein Welpe bei meinem Partner und mir. Für uns beide ist es der erste Hund. Wir haben uns vorbereitet und haben eine Hundetrainerin. Ich merke aber, dass mir bei all den Informationen, die man zum Thema Welpen findet, ein Thema fehlt. Wie überfordernd es trotz aller Vorbereitung sein kann und wie häufig man seine Entscheidungen dann doch hinterfragt. Wie schwer es sein kann, trotz Schlafmangel geduldig zu sein, das glaube ich dir sofort. Wie schwierig es ist, auszuhalten, dass man vieles nicht direkt umsetzen kann, auch wenn man es besser weiß. Weil manches auch pragmatisch bestimmt ist. An Tag 1 kann der Welpe eben noch sein Abbruchssignal, wie nervig distanzlos Menschen sind, die einem im Training stören, wie schwer es sein kann, dass man kaum auf die eigenen Bedürfnisse achten kann. Oh ja. Weil dir des Welpens erstmal vorgehen und wie man es schafft, trotzdem auf sich zu achten. Ja, die Bedürfnisse des Welpen vorgehen, genau. Mhm. Wie man selber auch mal zur Ruhe kommt, obwohl man immer ein Auge auf den Welpen haben sollte. Und. Dass manchmal Sachen schiefgehen, sei es extern bestimmt oder weil man nicht immer richtig reagieren kann. Das Umlenken und Management zwar sehr häufig, aber eben nicht immer funktioniert. Ich finde, häufig wird in den Medien das Bild vermittelt, dass man sich einen Welpen holt, dann macht man alles richtig und dann hat man den Bilderbuchhund, der eigenen Erwartungshaltung entspricht. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die die Anfangszeit eben nur schwer genießen konnten. Und dass man aber trotzdem denkt, man müsste alles toll finden, weil man hat sich ja selber für den flauschigen Piranha entschieden. Sehr passender Ausdruck. Und wie man mit den Ängsten umgeht, dass der Hund vielleicht etwas Falsches fressen, sich verletzen könnte oder auch, dass man selber mangels Erfahrung den Hund versaut. Vielleicht könnt ihr mal eine Folge darüber machen. Voll gerne. Anja, das ist eine steile Vorlage. Ja. Sollen wir das nächste Woche machen? Ich finde, Anja sollte einen Blog schreiben. Ich finde, es liest sich wie so ein Blogbeitrag. Voll. Mega gut. Voll gut. Und ja. Ja, aber ja, was soll ich, also dazu kann ich nur sagen, das ist der Grund, warum ich mir absolut niemals vorstellen könnte, einen Welpen zu nehmen. Also ganz ehrlich. Das ist die Antwort, Anja. Das ist die Antwort. Das ist, ja. Selbstschuld. Nein, Spaß. Ja, nein, also ich ist, kann ja. das extrem verstehen und ich kann mir das wirklich vorstellen. Und das ist ja, du hast mir vorher von einer Studie erzählt, die in einer Hundezeitschrift, heißt die nicht sogar, die Hundezeitung, präsentiert worden ist, dass es ja sowas wie den Welpenblues ja tatsächlich gibt und dass die, wie du schreibst auch, Anja, die allermeisten Menschen total überfordert sind damit und man sich in der ersten Zeit ja auch denkt, auch so ein bisschen bereut,
das Ganze. Also voll, ich finde es total wichtig und mutig und cool, da offen drüber zu reden. Und das ist ja auch nochmal mehr, ja, wirklich so eine bewusste Entscheidung, also sich einen Welpen zu nehmen und dann zu sagen, okay, wow, das ist doch anders, als ich mir das vorgestellt habe. Oder das ist doch viel schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Da braucht es schon auch was dafür, das so offen sagen zu können. Finde ich richtig cool. Voll. Ja. Und ich finde, Anja, du hast so viele Punkte angesprochen, ja, die, wo so viel mitgeht. Und ich glaube, das Spannende ist, du hast gesagt, dass es vielen Menschen so geht am Anfang. Mhm. Das Spannende ist, ich glaube, es geht allen so. Also ich meine, jeder auch, genießt seinen, ja, Welpen, aber ich meine, ja, niemand ist nur, also die drei meinen schon, die drücken schon Knöpfchen, die Kleinen. Mhm. Ich glaube aber, dass viele das verdrängen, ja, finde ich auch ganz spannend. Und ja, oder nicht ehrlich damit umgehen oder mit sich selber nicht. Ja, im Einzelfall gibt es echt so Traumwelpen, ja, kein Thema, aber das ist einfach nicht die Norm. Ja, absolut. Und ich arbeite ja seit, weiß nicht, 8 Jahren sehr, sehr viel mit Welpen. Und ich hatte noch nie einen eigenen Welpen. Hat mehrere Gründe, aber ich glaube, es gibt schon auch einen Grund dafür, weil ich halt schon mitkriege, ne? Da sitze ich schon oft und die Leute weinen. Ja. Und jetzt habe ich selber ein Kind und I feel you, Anja. Mhm. Das sind schon emotionale Auf und Abs. Ja. Und ich finde, das kann man absolut verstehen. Ja. Und ich war komplett gut vorbereitet, dank euch, auf meinen menschlichen Welpen. Auf den menschlichen Welpen. Lieb. Ja. Ja, danke, danke, Anja. Ja, wir werden, also ich bin voll motiviert dazu, eine Folge zu machen. Finde ich voll cool. Cool. Nächste, ja, Woche? Ja, gerne. Mach mal Commitment. Ja, schau. Anja, hör rein. Wehe, Anja, du hast diese Folge nicht gemacht. Nur wegen dir. Und schreib uns gern Feedback natürlich. Genau, genau. Cool. Super. Dann, ja, vielen Dank fürs Wiederkommen. Genau. Alina. Ja, gerne, Petra. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.